Herzlich willkommen zum Gespräch mit der Künstlerin Ingrid Wurzinger-Leitner. Wir sind heute bei der Haltestelle Turmmuseum in Leonding. Ingrid Wurzinger-Leitner wird dort das Projekt Der rote Faden realisieren. Herzlich willkommen, Ingrid. Ich würde von dir ganz gerne wissen, was bedeutet denn Haltestelle für dich? Haltestelle ist immer für mich mit einem Weg verbunden, sei es mit dem Schulweg, dem Arbeitsweg, dem Heimweg, dem Hinweg, dem Rückweg. Und Haltestelle im übertragenen Sinn ist dann für mich auch im Leben das, wo man innehält und wieder sich ein bisschen besinnt und Kraft schöpft. Für den einen kann das der Glauben sein, für den anderen vielleicht die Kunst, so wie für mich. Das bedeutet Haltestelle für mich. Aus dem heraus hast du jetzt dein aktuelles Projekt entwickelt, der rote Faden. Mhm. Wie ist die Idee dazu entstanden oder wie ist dieses Projekt entstanden? Das war von der Ausschreibung, wo sie das Verkehrsnetz von Leonding mit einer Blutbahn beschrieben haben, die eben einen Körper mit Sauerstoff versorgt und mit anderen Orten verbindet. Und da habe ich gleich irgendwie mit Rot und da ist mir dann die Ariadne-Sage eingefallen. Und von dem her habe ich das dann so entwickelt mit dem roten Faden, der sich auch durchs Leben ziehen soll. Und da denke ich mir, Haltestellen sind ja auch so Orte, wo man von A nach B kommt. Okay, also du siehst das Ganze eigentlich als sehr dynamisch, als genau, etwas sehr Dynamisches. Genau, weil genau. Das ja. Kurze, oft ist man gezwungen, dort kurz einmal Halt zu machen, zu warten. Und dann geht es weiter. Und dann kommt irgendwann ein Ziel oder manchmal verirrt man sich auch und schaut dann, dass man wieder auf den geplanten Weg zurückfindet. Mhm. Und dein Projekt behandelt ja das Thema Wege und Irrwege. Mhm, Kannst du mir da näher was erzählen drüber? Naja, das ist auch wieder so aus dem Leben gegriffen. Das Leben ist ja nicht immer ein geradliniger Weg, sondern man gerät ja oft in Sackgassen, auf Abwege, wo man dann wieder kompliziert oder weniger kompliziert herausfinden möchte und dann wieder weitergehen kann. Okay, und das ist aus dieser Idee mit dem Wegen, mit dem Dynamischen, mit diesen Verbindungen, hat sich das so entwickelt, ja. Genau, und ich hoffe auch, der rote Faden, der ist ja in dem Objekt beweglich, und da hätte ich schon die Hoffnung, dass die Menschen, die an der Wartestelle sich befinden, dass die vielleicht ein bisschen damit arbeiten. Okay. Und du hast ja den Weg und den Irrweg gegenübergestellt in deiner Installation. Genau, ja. Also den Lebensweg und dann auf der anderen Seite der Irrweg, eben auf die Sage hingemünzt, dass der rote Faden einem da heraushelfen könnte. Wie sehr braucht der Weg den Irrweg? Wie sehr brauchen die beiden einander? Wie schätzt du das ein? Das ist schon wichtig. Der Irrweg, das ist so ein bisschen mit Scheitern verbunden. Und ich glaube, ein Leben ohne Scheitern oder sich verlaufen, in eine Sackgasse kommen, das gibt es gar nicht. Und ich glaube, das bereichert dann einem auch, dass man dann, wenn man ein Problem hat oder in einer Sackgasse sich befindet, dass man dort noch wieder rausfindet und wieder auf die richtige Lebensposition sich wieder zurückbesinnt. Das heißt, wahrscheinlich ohne Irrweg wird es die richtige Position gar nicht geben. Genau, oder genau. Wir würden es nicht wahrnehmen. Genau, ja. Okay. Du arbeitest ja viel mit Fäden. Ja. Also du arbeitest sehr viel mit den Händen, du stickst, du machst Handarbeit. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen mehr über deine Arbeit als Künstlerin erfahren. Ich bestick Plexiglasplatten in der alten Technik des Kreuzstichs. Nicht mit Garn oder Stofffäden, sondern mit Drahtfäden.
Und begonnen habe ich damit mit den wirklich traditionellen Mustern, die aber durch die zwei verschiedenen Materialien eben ein bisschen befremdlich ausschauen. Mhm. Und ich wollte irgendwie auch diese alte Technik, der wollte ich an moderneren Kick geben. Weil so das Handarbeiten und diese alten Techniken oft so in Vergessenheit geraten und mit glaube ich, der Generation meiner Mutter fast vom Aussterben bedroht ist. Und ja, das hat mich interessiert und ich habe dann auch, also das hat sich dann weiterentwickelt, weg von den traditionellen Mustern hin zu Piktogrammen oder eben ganz anderen Sachen. Ich arbeite jetzt seit einem guten Jahr an einer Serie, die ich It's a Man's World nenne, wo ich die Gewalt gegen Frauen thematisiere. Mhm. Da habe ich als Motiv, das immer wiederkehrt, eine stilisierte Vulva und die kombiniere ich dann, also die wird gestickt oder mit Nägeln gemacht und die kombiniere ich dann mit den Gewaltutensilien. Also entweder einer Rasierklinge, die für Beschneidung steht, mhm. oder an Säurefläschchen, das für die Verätzungen steht, mhm. an einem kleinen Embryo für die Abtreibung weiblicher Föten und für Prostitution, für Frauen als Handelsware, das kommt dann so als Applikation dazu. Okay. Mhm. Und von der Technik her, das würde mich jetzt noch interessieren, weil du hast gesagt, du bestickst Plexiglas. Wie kann man sich sowas vorstellen? Heißt das, du hast Löcher vorgebohrt oder genau, du arbeitest mit... Genau, okay. Also Plexiglas lässt sich ja nicht durchnähen, sondern man muss sich da die Löcher vorbohren und da stickt man dann genau in der traditionellen Art. Wird da reingestickt. Okay, das heißt, du weißt, bevor du zu sticken anfängst, ganz genau deinen Plan. Genau. Du musst dir die Löcher alle vorbohren und ja, die dann quasi mit den Fäden... Genau, das wird zuerst auf einer Schablone vorgezeichnet und dann, die Schablone ist gerastert und die lege ich dann aufs Plexiglas und da wird es dann durchgebohrt. Okay. Und jetzt muss ich nochmal kurz zu deinem Projekt, an dem du jetzt schon seit einem Jahr arbeitest, It's a Man's World, zurückkommen. Wird das, also das Projekt ist weiterhin, also ist noch nicht beendet, ist noch nicht abgeschlossen, ist wahrscheinlich ein Projekt, das dich jetzt sehr beschäftigt, das womöglich noch länger dauern wird. Planst du mit dem dann nochmal eine größere Ausstellung? Oder? Ich hätte es schon vor, ich bin Mitglied bei den Kunstschaffenden, die ehemalige Berufsvereinigung, und für nächstes Jahr habe ich es eingereicht als Ausstellungsthema. Ja, vielleicht werde ich genommen, vielleicht auch nicht, aber ich hoffe natürlich. Das wäre wichtig. Ich hoffe natürlich, dass ich das präsentieren könnte, ja. Auf jeden Fall, ja. Die Leonart ist ja ein Festival, das im öffentlichen Raum stattfindet, an den Haltestellen. Was bedeutet denn für dich der öffentliche Raum? Öffentlicher Raum, das ist der Ort, das sind die Plätze, die allen zur Verfügung stehen. Und da würde ich mir immer mehr wünschen, dass die Leute das wirklich nützen, als Plätze, als Orte, die ihnen gehören. Mich hat dieses Kind immer so schockiert auf meinem Schulweg, da bin ich an Grünflächen vorbeigegangen und da ist immer gestanden, Betreten des Rasens verboten. Da habe ich mir gedacht, warum darf man sie nicht in den Rasen einsitzen oder da drinnen die Kinder spielen lassen? Das würde ich mir wünschen, dass die Leute diese Plätze auch okkupieren und für sich in Anspruch nehmen. Was hat man von diesen Flächen, die man nur anbieten genau, darf? Genau. Okay. Also die Innenhöfe bei den Siedlungsbauten in der neuen Heimat in Urfahr, das sind wunderschöne grüne Innenhöfe, die wirklich wenig genützt werden. Da stehen halt Wäschestangen drinnen zum Wäscheaufhängen, aber so, dass die Menschen da auch im Sommer leben, das sieht man kaum. Und das finde ich irgendwie traurig.
Glaubst du, haben wir verlernt, das zu nützen, solche Flächen einfach, oder die zu beleben? Ich glaube, dass man sich weniger traut, das zu benutzen. Es beginnt vielleicht wieder ein bisschen mit diesen Gemeinschaftsgärten, wo man sich öffentliche Plätze zum Bepflanzen zurückerobert, aber so, dass man es in der Freizeit sich mit einem Liegestuhl oder mit einer Decke da reinlegt, die Kinder wirklich da drinnen spülen lässt, das kommt für mich noch viel zu wenig vor. Ist wahrscheinlich ja, mit einer gewissen Hemmschwelle, die sie da inzwischen aufgetan hat. Ja, das denke ich mal. Es haben halt so die Donaulände, das hat sich so eingebürgert, dass die jungen Leute die für sich schon in Anspruch nehmen und benutzen, aber das große Rundherum wird noch viel zu wenig. Mhm. Das Potenzial, das genau, eigentlich genau, da wäre. Ja, genau. Mhm. Mhm. Zurück zu Leonhard jetzt an sich. Was sind denn deine Erwartungen oder Wünsche vom Festival? Ja, erstens einmal freue ich mich sehr, dass ich teilnehmen darf. Und ich erhoffe mir natürlich ein bisschen mehr Bekanntheit, dass vielleicht mehr Leute meine Arbeit kennenlernen und ein bisschen Breitenwirkung. Du lebst ja in Linz, lebst und arbeitest in Linz. Jetzt würde mich interessieren, wie nimmst du Leonding eigentlich so wahr? Jetzt auch künstlerisch, aber nicht nur künstlerisch. Mhm. Was? Mhm. Ja, ich sage immer Leonding. Leonding ist in erster Linie einmal ein wirklich guter Platz zum Wohnen. Das ist so mehr oder weniger der Stadtrand von Linz, unterscheidet sich aber von Traun durch wenig Industrie, sondern durch Wohnqualität. Und künstlerisch ist man eben seit Jahren schon das Leonhard Festival ein Begriff, wo eben der öffentliche Raum dann wirklich mit Kunst bestückt wird. Finde ich ganz, ganz wichtig. Und die Galerie, das 44er Haus, finde ich, macht durchaus sehr, sehr ansprechende Ausstellungen. So eine kleine Stadt kann sich wahrscheinlich nicht mehr leisten als eben das Festival und die Galerie. Und auch in den Parks und auf den öffentlichen Plätzen in Leonding sehe ich immer wieder Kunstwerke. Vor allem der Josef Beyer ist da sehr stark vertreten. Das finde ich ganz toll, dass da wirklich in gute Kunst investiert wird. Für deine Arbeit, der rote Faden, hast ja du jetzt zwei Plexiglasplatten herangezogen und es befindet sich ein Wollknäuel dazwischen. Mhm. Kannst du mir das ein bisschen genauer beschreiben? Mhm. Also die Rückseite des Objekts ist verspiegeltes Plexiglas. Mit Abstandhaltern ist dann davor die transparente Plexiglasscheibe montiert und dazwischen befindet sich der Wollknäuel. Auf der transparenten Plexiglasplatte ist die jeweilige Wegbeschreibung, Lebensweg und die zweite Station der Irrweg. Und das Verspiegelte habe ich deswegen gewählt, dass sich der Betrachter selbst darinnen sieht und seine Position reflektiert. Der Wollknäuel ist beweglich, der Faden hängt aus dem Objekt raus und ich hätte so den Wunsch, dass damit manipuliert wird. Dass das wirklich gewickelt wird. Okay, das heißt, da kann man bewusst Wolle abwickeln? Ja, und vielleicht den Baum umwinden oder mit der Haltestelle verbinden oder wie auch immer. Also da hoffe ich auf die Kreativität der Menschen. Also berühren ist erlaubt. Ist erlaubt. Oder ist eingreifen erlaubt. Ins ist erlaubt. Kunstprojekt ist erlaubt, ist erwünscht. Ja. Und du bist dann eigentlich neugierig, was während der Laufzeit von der Leonhard passiert mit dem roten Faden. Ja, genau. Okay. Mich würde noch interessieren, du hast gesprochen, deine Technik geht ja trotzdem meistens übers Sticken, über den, wo du gesagt hast, den Kreuzstich, den wir eigentlich als Mädchen damals alle noch in der Schule gelernt haben. In der Schule ist das oft eigene Erfahrung. Im Handarbeiten. Trotzdem ist es jetzt die Technik geworden, mit der du bevorzugt arbeitest. Ja. Wie bist denn du zu dem gekommen? Also meine Mutter, die bestickt ununterbrochen Deckerl, Tischdecken, Vorhänge, Polster in der traditionellen Art und beglückt uns
zu Weihnachten, zu Geburtstagen eben mit diesen Geschenken. Und das Traditionelle, der rote Kreuzstich, der Ebenseer Kreuzstich auf dem weißen Stoff, der passt so schlecht in moderne Wohnungen. Aber das Handwerk, das ist so faszinierend, dass ich mir gedacht habe, man müsste es irgendwie in die Gegenwart rüber retten. Die Materialien verändern, die Technik aber gleich lassen. Und da bin ich eben auf Trägermaterial Plexiglas gestoßen. Das lässt sich total gut bearbeiten, bohren, ist leicht zum Bearbeiten und als Stickmaterial den Drahtfaden. Das heißt, das ist ein dünner, sehr flexibler Draht, mit dem du arbeitest? Genau, das ist ein dünner Stahldraht, der mit färbigen Kunststoffhüllen überzogen ist. Ich habe früher Schmuck gemacht und das sind eben das kommt aus der Schmuckgestaltung, werden diese Drähte für Halsketten, für Colliers verwendet und die sind sehr biegsam und geschmeidig und lassen sich sehr, sehr gut dafür verwenden. Okay, also das heißt, du kannst sehr präzise eigentlich arbeiten, obwohl du mit so, eigentlich sind ja das fast sperrige Materialien, die du verwendest. Also das klingt ja schon nach, du die Löcher vorbohren und so, das klingt sehr aufwendig, was du betreibst. Es ist eine sehr langsame, langwierige Arbeit, aber ja. Und du arbeitest aber nach wie vor mit dem Kreuzstich, mit den traditionellen, den du angesprochen hast. Und deine Mutter, also an der Sticktechnik an sich hast du jetzt nichts verändert, aber du hast das transferiert einfach, sagen wir, in der Gegenwart oder in eine künstlerische Auseinandersetzung. Genau. Sehr spannend. Ja. Du bist auch Mitglied in einem Kunstverein oder im Kunstverein. Wie schaut das aus? Das ist die Berufsvereinigung Bildender Künstler, die seit kurzem die Kunstschaffenden heißt, im Ursulinenhof in Linz. Und es ist ein Verein, in dem man sich sehr, sehr wohl fühlt und auch gut aufgehoben ist. Ich bin da sehr gern Mitglied und hoffe, dass ich mich vielleicht im nächsten Jahr wieder mit einer Ausstellung präsentieren kann. Das heißt, im Verein werden Ausstellungen organisiert. Ja. Und es wird wahrscheinlich auch so ein gewisser Austausch zwischen den Kunstschaffenden dort stattfinden. Oder gibt es da regelmäßige Treffen? Es gibt regelmäßige Treffen. Es ist monatlich ein Stammtisch. Und zu den Ausstellungen, es sind 12 Ausstellungen im Jahr, also monatlich 10 Ausstellungen. Die Sommerpause wird von einem Künstler, da wird nur der Raum bespielt, der dann von außen eben einsichtig ist. Und sonst sind die 10 Ausstellungen, jedes Monat eine Ausstellung. Sehr viele. Ja, ja. Okay. Wie wichtig ist dir jetzt dieser Austausch hast du das Gefühl, das ist für dich sehr wichtig, die Kommunikation mit anderen Künstlern? Oder ist dir oft lieber, wenn du einfach die Zeit für dich zum Arbeiten nützen kannst? Na, beides. Aber die Kommunikation mit den anderen Künstlern ist sehr, sehr wichtig. Dass man ist ja oft auf einem toten Punkt und da hilft dann das Gespräch mit anderen sehr weiter. Zur Arbeit braucht man dann sowieso wieder den Rückzug ins eigene Atelier und meine Arbeit ist eben sehr, sehr langwierig, also da bin ich sehr viel alleine und damit beschäftigt und da ist also der Austausch mit anderen sehr, sehr wichtig für mich. Und dein Atelier ist in Linz, ist in Linz, dort wo ich wohne, da habe ich meine Arbeitsstätte auch. Okay. Wie lange beschäftigst du dich schon künstlerisch? Seit wann machst du diese Arbeiten? Künstlerisch beschäftige ich mich eigentlich schon immer. Ich habe begonnen mit gewebten Bildern. Das war so die Zeit in den frühen 80er Jahren. Dann bin ich auf Schmuckgestaltung gekommen. Ich habe bei der Firma Drobny, die haben im Sommer Kurse angeboten und das hat mich einfach einmal interessiert. Und das hat mich dann sehr, sehr fasziniert, da habe ich lange Zeit Schmuckobjekte gemacht und dann ist eben, warum und wieso die Idee mit dem Sticken gekommen und das mache ich jetzt seit
circa 15 Jahren Wahnsinn, bin ich beim Sticken. Okay. Das hat dich irgendwie fasziniert und gehalten. Ja, das fasziniert mich nach wie vor und es ist auch noch lange nicht erschöpft. Ja, da gibt es wahrscheinlich noch viel, das du da drinnen zum Suchen, zum Ausspüren. Und man kann ja auch dann den Faden wieder durch anderes Material ersetzen, wie eben bei meinem Frauenzyklus durch Nägel oder durch sehr verletzende Materialien. Das, also glaube ich, das, da macht sie wieder ein neues Feld. Da macht sie ganz was Neues wieder auf, genau. Ja. Ja, klingt auf jeden Fall sehr faszinierend. Okay, Ingrid, herzlichen Dank heute fürs Kommen, für deine Informationen zu deiner Arbeit zum Leonard-Projekt und alles Gute beim Festival. Ich sage danke, dass ich hier sein durfte. Danke. Damit verlassen wir die Haltestelle beim Turmmuseum. Die Vernissage der Leonard ist am 19. August. Um 11 Uhr fährt am Hauptplatz in Linz ein Shuttlebus ab. Um 11.15 Uhr ist der Treffpunkt am Stadtplatz in Leonding. Und es gibt bei der Vernissage eine Leonard-Bus-Safari zu den einzelnen Haltestellen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.